Fangen wir an. Okay. Bei Bitohit, Geschwindigkeitsmesser, schauen, ob da alles frei ist. Okay. Danke, die Lüftung muss frei sein. Das Licht ist in Ordnung. Auch da schauen, ob das Licht ganz sind. Mein Name ist Johannes Kern. Ich fliege seit 2004 und bin seit 2011 Cheffluglehrer von der Motorfluggruppe Zürich. Zum Fliegen braucht es sicher zu einem gewissen Teil Talent, zum anderen Teil einfach Ausdauer und möglichst reflektive Art, um etwas zu lernen. Alright. Da kommst du an, okay. Pre-flight check. Auto check is complete. Baggage door is closed. Honey aufgelucht. Aircraft papers are checked. Aircraft log is checked. Tower and control lock are removed. Cabin is checked. Load sheet is checked. Pre-flight check is complete. Check before engine start. Cabin doors are closed. My side. Slip indicator left side. Check. Baller goes rechts and baller goes links. Taxi check is complete. Airspeed is rising, temperatures in the green. Mike Tango, Whiskey 3500 feet. Warte, Mike Tango, Roger, dann enter CTR now via Roger. Ja, schön, Mitte heben, sehr gut machst du es. Der Whiskey 1 Sierra, QNH still 1015. Und dann sieht man auch schon die Hütte Berg, wo du kannst drauf zufliegen, bis er Rübenlang rechts an uns vorbei ist. Leute, die Flüge lernen wollen, ist aus der ganzen Bandbreite. Also, es ist ein absoluter Fehlglaube, dass man das Gefühl hat, dass das Leute sind, die nicht wissen, woher mit dem Geld. Die Flügerfamilie ist nicht extrem gross. Das heisst, wenn man fliegt, hat man immer wieder einmal jemanden, den man irgendwo auf einem Flugplatz oder bei einer Tätigkeit oder bei einem Anlass sieht, den man schon mal gesehen hat. Und so. Das ist ein schönes und gutes Netzwerk, das es in der Privatflugszene der Schweiz oder generell auch gibt. Das Kennenlernen von meiner Frau, das war im Rahmen eines Schnupperflugs. Sie hat als junge Frau mal eine Stunde so einen sogenannten Schnupperflug machen, um zu schauen, wie das ist, ob das etwas wäre als Hobby. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und sie hat nachher die Ausbildung zwar kurz angefangen, aber aufgrund von verschiedenen privaten Umständen dann nicht zu Ende gebracht. Aber wir haben uns gefunden und somit kann sie auch jetzt ohne Ausbildung immer wieder in die Luft. Wir sind etwa 15 Meter über Boden auf dem sogenannten Gate. Power off. Okay. Beide Hände das Steuer, hinten schauen und mit abnehmender Höhe ganz langsam die Nase fein aufziehen. So lange in der Luft bleiben wie möglich. In diesem Jahr haben wir auch schon unseren Hut mitgenommen, der im Januar 2017 auf die Welt kam. Der ist mit knapp 6 Monaten das erste Mal in so einem Flugzeug rein. Schon damals, obwohl er es natürlich kaum realisiert hat, hat man gemerkt, dass er eine Freude hat.